Ja, hallo und servus miteinander, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folgendes haben wir uns heute überlegt. Und zwar, wer kennt es nicht? Man ist auf der Suche nach Futter, um was zu essen, guckt in den Eisschrank, was findet man dort? Eingefrorene Hähnchenschenkel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde eingefrorene Hähnchenschenkel auftauen und dann im Backofen zu machen oder zu grillen, finde ich persönlich nicht so nice, denn ich finde, die haben eben so ein ja, so etwas Matschiges und die Haut finde ich mir ganz kross. Also ich finde es schlimmer, als wenn man das frisch kauft. Von daher haben wir uns überlegt, wir machen aus diesen wunderschönen Hühnerbeinchen, da sind ein paar, 1, 2, 3, 5 Stück an der Zahl, ja, 5 Stück, haben wir schon aufgetaut, ne? Und daraus machen wir einfach Chicken Nuggets. Das kann man daraus ruhig machen, die kann man schön würzen und dann schmecken auch diese ehemals eingefrorenen Hühnerbeine wieder famos. Also, seid mit dabei, wir fangen an. Ja, so, herzlich willkommen zur Hühnerbeinzerlegung. Und zwar zunächst einmal gucken wir, dass wir hier die Knochen aus dem Hühnerbein rauskriegen. Denn die Knochen wollen wir gar nicht haben. Und da gucken wir jetzt erstmal, dass wir irgendwie durch das Fleisch an den Knochen kommen. Ihr müsst da eigentlich auch gar nicht vorsichtig sein, denn wir werden die Schenkelchen, werden wir gleich sowieso durch den Fleischwolf jagen. Ja, schön fett. Auch die Haut da mit rein, die gibt nämlich nochmal extra schön Fett in unsere Nuggets. Von daher könnt ihr einfach gucken, dass er die grob auslöst. Ne, also natürlich soll er kein Fleisch verschwenden, ja, das ist natürlich, soll nicht sein. Aber ihr müsst jetzt ja nicht unbedingt aufpassen, dass ihr das Fleisch nicht verletzt, weil wie gesagt, die werden eh nachher schön in den Fleischwolf gehauen. Und spätestens dann habt ihr von eurer Struktur sowieso nichts mehr. Ja, wie ihr seht, also Knorpel und Knochen kommt nicht in den Fleischwolf. Dadurch würdet ihr uns nur den Fleischwolf kaputt machen. Ja, deswegen raus damit. Ja, und wie ihr hier seht, jagen wir unser ganzes Fleisch einmal schön durch den Fleischwolf und machen uns daraus ein schönes eigenes Brett sozusagen. Ja, als nächstes geht es dran, die Nuggets zu formen und dazu benötigen wir erstmal eine Schale mit Wasser zusätzlich zum Fleisch, denn mit diesem Wasser feuchten wir einmal unsere Hände an und dadurch haben wir großen Vorteil, dass unser Fleisch nicht an den Händen kleben bleibt, womit wir dann wunderschöne Nuggets formen können. So, meine Damen und Herren, wie ihr seht, haben wir unseren Ofen gerade wieder Sturz im Grill vorgeheizt. Nicht wundern, ich habe einen Deckel drunter gelegt, weil aus dem einfachen Grunde, ich hatte das Problem, dass mir das Öl darin zu heiß geworden ist. Wie ihr seht, Thermostat ist auch am Start. Wir wollen gerne so zwischen 170 und 180 Grad haben. Und deswegen steht da halt auf dem Deckel und ist quasi dann so eine, ja, mehr oder weniger indirekte Hitze. Und ja, wir sehen uns, sobald der Dutch Oven die richtige Temperatur erreicht hat, beziehungsweise das Öl. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir aber endlich unsere Chicken Nuggets im Öl baden schicken. Also Leute, seid dabei, bis gleich. Jawohl, meine Damen und Herren, für alle, die sich fragen, was jetzt gerade noch da in den Topf blubbert, außer ein paar Chicken Nuggets, das frage ich jetzt. Und zwar haben wir als Beilage heute ausnahmsweise mal die total coolen Twister-Kartoffeln entwickelt. Also, die habe ich jetzt mal mitgemacht. Ja, seht ihr? Da sind sie. Ja, mal schauen. Statt Pommes gibt es heute einfach mal Kartoffel-Twister. Und ich sag euch, auch die gelingen in diesem Dutch-Ofen von Barbecue Toro einfach genial. Wie ihr seht, knusprig, sind jetzt schon hart und fest. Unsere Nuggets sind auch so gut wie fertig. Ja, die werde ich auch gleich rausholen. Und das gibt einen Festschmaus. Ich sage es euch, lecker.
Ja, Freunde, herzlich willkommen zu unserer Verköstigung unserer Chicken Nuggets, beziehungsweise, ich sage euch gleich, es wurden keine Nuggets, sondern eher Barren. Die sind schon ziemlich groß geworden, die erinnern eher so an diese, ja, diese Hähnchenteile, die ihr von eurem Chinesen kennt. Aber hey, tue Sache, kein Abbruch, die schmecken trotzdem geil, also wir schauen mal die Glocke und ihr seid mit dabei. Los geht's. Tada. Ja, wie ihr seht, hier sind unsere Chicken Barren, Chicken Nuggets, nennt es wie ihr möchtet. Hier haben wir ein paar leckere Potato Twister dazu gebastelt, auch Kartoffel Twister. Wir können sie nennen, wie ihr wollt, Spiralkartoffeln, was auch immer. Und hier findet sich eine leckere süß-saure Soße. Und ja, im Großen und Ganzen, das kann sich doch eigentlich sehen lassen. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Mahlzeit und dann probieren wir den Spaß mal. Mahlzeit. Oh ja, die sind brutal lecker. Also Freunde, ich sage euch gleich, das haben wir wirklich gut gemacht. Ja, kann ich auch sagen, also. Also diese Hähnchenteile, die kann sich, umstellen wir uns mal einen Kfz-Schaffel abschneiden, denn die sind wirklich ultra lecker. Wirklich Hammer. Auch das Fleisch, nicht trocken. Richtig schön geworden. Die Twister, gucken wir mal. Oh ja, Achtung, hört ihr das? Also ich glaube, man kann hören, wie knusprig die sind. Also ich kann nur empfehlen, holt euch einen Spiralschneider und macht euch einfach diese Twister selber. Ihr könnt die nach Belieben würzen, ihr könnt da Chili drauf machen, was ihr wollt. Wir haben da, wie gesagt, dieses Frittenstaub von der Spicebude drauf gekloppt. Wirklich ein sehr, sehr leckeres Gewürz. Nicht nur für Pommes, sondern auch für diese Twister-Kartoffeln oder allgemein Kartoffeln. Lecker. Sehr lecker. Na, gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich putze mein Essen auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei den Tagen wieder. Oh ja, lecker. Geil.